Willkommen bei Bildner TV und einem neuen Video zu Ark Survival Evolved. Wer den Season Pass besitzt, hat die Qual der Wahl aus dem Hauptspiel und drei Add-ons. Wir erleichtern euch die Entscheidung und versorgen euch in mehreren Videos mit Infos. Wir starten mit der Insel und Scorched Earth. Hallo Andi. Hallo Aaron. Also das Spiel ist ja jetzt inzwischen schon gut 3 Jahre alt. In der Zeit kamen viele DLCs, viele Mods und neue Spieler fragen sich heutzutage zu Recht: Womit fange ich jetzt eigentlich an? Was soll ich spielen? Was rentiert sich? Ja, und genau das wollen wir euch in den nächsten Videos einfach mal zeigen und euch eine Entscheidungshilfe bieten. Wir halten uns einfach nur an die Kauf-Add-ons, die Kauf-DLCs, die es gibt. Wir fangen an mit dem Hauptspiel, die Insel, und werden uns heute im Video auch noch Scorched Earth, die erste Erweiterung, anschauen. Dann gibt es noch Aberration und die letzte Erweiterung, die erst neulich rausgekommen ist, Extinction. Es ist so, dass die nicht nur eine neue Karte bieten, sondern jede Erweiterung bietet auch ein paar neue Spielmechaniken, ein paar neue Möglichkeiten, ein neues Setting. Da unterscheiden sich alle 4 Karten etwas. Und wie Aaron schon gesagt hat, es gibt ja noch zahlreiche Erweiterungen, Add-ons, Zusatzkarten. Mit denen beschäftigen wir uns erstmal nicht, sondern erstmal mit den großen Add-ons, die wir haben. Die Insel ist jetzt vielleicht nicht die größte oder die forderndste Karte in Ark, aber sie ist definitiv die bekannteste und auch die Karte, mit der man als Anfänger normalerweise als erstes konfrontiert wird. Ja, ihr seht ja einen kleinen Überblick über die Insel. Wir werden uns im Video hauptsächlich im Süden unten aufhalten, die Stadtgebiete, die man als erstes sieht. Aber wir bieten euch mal einen kleinen Einblick, was es denn alles auf der Insel eigentlich gibt. Und dann werden wir uns auch noch das erste Add-on anschauen, Scorched Earth. Wie der Name schon sagt, verbrannte Erde. Das dreht sich hauptsächlich um eine Wüstengegend, also sehr viel Wüste, Steppe, wie man auch an der Karte schon sieht. Und falls ihr euch übrigens für die Karten interessiert, die bekommt ihr, wenn ihr das Buch bestellt, das wir natürlich auch zu Ark haben. Und die Karten gibt es allerdings nur, wenn ihr unten über den Link bestellt, dann gibt es auch die Karten mit dazu. Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir zeigen euch die Insel. So, willkommen auf der Insel oder The Island, wie die Karte eigentlich heißt. Wir haben wieder den Andi dabei. Und hallo, grüß euch. Und wir schauen uns heute mal an, was die Insel alles zu bieten hat. Wie man sieht, das Ganze ist fast wie ein kleines Paradies mit einer Lagune. Wir haben hier Palmen, viel Grün, viel Meer, viel Sandstrand. Allerdings hat die Insel noch mehr zu bieten. Man kann von den Vulkankratern bis in die Schneegebiete ziemlich viel entdecken hier. Oder Andi, was sehen wir uns als erstes an? Ja, ich würde sagen, wir drehen hier einmal eine kleine Runde mit unserem gecheateten Tapiara. Dann sehen wir gleich mal ein bisschen was von der Umgebung. Die Insel ist für mich nach wie vor eines der besten Karten. Also ich spiele auf der Insel am liebsten als auf allen anderen. Die Insel liegt vielleicht auch daran, ist auch da ich auf der Insel am meisten gespielt habe. Die einsteigerfreundlichste Karte, die erste Karte, die man freischält. Genau, und hier diese Region, das ist so die Küstenregion, die ist vor allem eben auch für die niedrigstufigen Charaktere sehr gut geeignet, da ja nicht sehr viele böse Kreaturen unterwegs sind, die einen fressen wollen. Es gibt zwar auch noch genügend, aber die wirklich fiesen sind dann im Landesinneren. Und ja, diese Strandgegenden rings um die Karte, vor allem die südliche Region, auf der wir uns jetzt befinden, die ist für Einsteiger eigentlich sehr gut geeignet. Dann geht es weiter im Landesinneren, werden dann die Flüsse, gehen dann langsam in ein Sumpfgebiet über, das jetzt so langsam dann auch auftauchen sollte. Also vorne sieht man schon, das ist dann das Sumpfgebiet. Das Sumpfgebiet wird dann schon deutlich gefährlicher, vor allem wegen vieler Schlangen und Krokodile, die es dort gibt. Ja, also insbesondere mit den Schlangen sollte man sich nicht anlegen, die sind nämlich giftig. Ja, da die betäuben einen sehr schnell und da segnet der Spielercharakter sehr schnell das Zeitliche. Dann vor uns das Redwood-Biom, ein kleines Waldbiom. Durch das ist es nicht unbedingt ratsam durchzufliegen, denn dort gibt es Raubkatzen, die sind in den Bäumen, die springen dann einen auch aus den Bäumen heraus an. Deswegen werde ich jetzt hier mal höher fliegen, ich werde nicht durchfliegen.
denn sonst holen die uns von unserem Flieger runter. Ja, sehr gute Idee. Vor allem, wenn ich ein bisschen höher bin, dann kann man auch sich auch mal ein bisschen umblicken, dann sieht man ein bisschen mehr. Ja, wir müssen auch direkt dazu sagen, das wird mit dem Anblick, den wir hier haben, relativ offensichtlich. Die Insel ist ein sehr, sehr großes Gebiet, also wir können gar nicht alles im Detail herzeigen. Wir werden nur einmal einen kleinen Ausflugsflug über die Insel machen und uns mal im Groben ansehen, was es hier so gibt. Ja, also ich denke, man hat jetzt hier schon einen kleinen Überblick erhalten. Was gibt es nicht auf der Insel? Es gibt kein Wüstengebiet. Das werden wir erst im ersten Add-on sehen. Scorched Earth, da findet man erst eine Wüste. Was es noch gibt, ist im Nordwesten eine Eisregion. Ja, die sieht man hier schon ganz leicht in der Ferne. Genau. Da sieht man sie schon, ich fliege gerade drauf zu. Etwas links voraus, wo ich jetzt hinfliege, das ist der große Vulkan. Dort befindet sich auch der Eingang in die Tech-Höhle, wo man dann zum wirklich Endboss der Karte kommt. Man muss den Vulkan hinabsteigen und dann durch eine Höhle. Aber das ist eigentlich erst für Spieler, die so Stufe 70 bis 100 erreicht haben, wirklich interessant. Auf jeden Fall nicht ohne. Wie man sieht, eine sehr grüne Insel, abgesehen von der Eisregion. Und ich finde sie optisch sehr schön. Und sicherlich auch für alle Einsteiger ist das die einfachste Karte. Aber sie bietet auch sehr, sehr viel für alle anderen Spieler. Die Insel hat einfach eine wirklich große Vielfalt auch. Im Gegensatz zu, ich nehme jetzt als Beispiel mal Scorched Earth, wo eben doch nur ein großes zusammenhängendes Wüstengebiet ist. Genau. Und die Insel hat auch mit Abstand die meisten Höhlensysteme zum Erforschen zu bieten. Die ganzen anderen Add-ons haben deutlich weniger Höhlen. So. Uns hat jetzt hier gerade ein Mikroraptor gefunden, der uns zum Fressen gern hat. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich schon das Wichtigste von der Insel gesehen. Oder was, also, was wollen wir uns noch anschauen, Andi? Jo, steig auf. Ich sitze schon oben. Ja, sitz diesmal am Rücksitz. Ja, also eigentlich das Wichtigste haben wir gesehen. Man könnte jetzt natürlich noch in die Höhlen gehen und zu den einzelnen Bossgegnern. Aber da wollen wir eigentlich nicht spoilern. Das sollt ihr am besten selbst erleben. Bevor es nämlich in die Höhlen geht und zu den Bossgegnern, werdet ihr erstmal zahlreiche Spielstunden auf der Insel erleben, bis ihr euch hochgelevelt habt, eine vernünftige Basis und einige Kreaturen gezähmt habt, bis ihr euch dann letztendlich in die Höhlen und zu den Bossgegnern wagen werdet. Ja, ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns mal von der Insel und wir schauen uns mal Scorched Earth an. Genau, dann bis gleich. Damit habt ihr jetzt schon einen ersten Eindruck über die Insel bekommen. Andi, was ist denn dein Fazit? Wer Filme wie Jurassic World liebt, der ist auf der Insel am besten aufgehoben. Ich mag einfach, dass das Dschungelsetting da ist. Man fühlt sich wirklich in so eine Urzeitwelt zurückversetzt. Und was man auch gleich sagen muss, wenn man ein Meer mag mit vielen Fischen und Wasserdinosauriern, dann kann man sowieso nur zur Insel greifen, denn in den weiteren Add-ons gibt es schlichtweg kein Meer. Also wer Meeresdinosaurier will, wer so das richtige Jurassic World Setting haben möchte, der ist auf der Insel eigentlich am besten aufgehoben. Ja, mir hat am besten an der Insel gefallen, dass man wirklich so viele verschiedene Biome hat. Man kann sich einerseits im Schneebiom befinden, zwischen dem Eis, andererseits im Zentrum des Vulkans, mit von Lava umgeben. Dann gibt es den Dschungel, Redwood, den Sumpf natürlich. So viele Möglichkeiten hat man auf wenig der anderen Karten, sage ich mal. Genau. Mit diesen Informationen würde ich sagen, gehen wir aber direkt weiter zur ersten Erweiterung, nämlich zu Scorched Earth. So, wir sind jetzt auf Scorched Earth. Wie man sehen kann, der Andi ist auch wieder dabei, wir sind hier auf einem Wüstenplaneten. Was unterscheidet denn Scorched Earth so von The Island, wo wir gerade waren?
Naja, bei The Island haben wir gesehen, große, schöne, grüne Landschaften, viel Wasser. Und genau das haben wir hier nicht. Es ist eine Wüste, alles sehr karg. Man hat ständig mit der Hitze zu kämpfen. Es gibt sehr wenig Wasser, darum sind zum Beispiel diese Wasserlöcher, so wie wir sie hier gleich haben, sehr, sehr wichtig. Es gibt einige neue Gegenstände, die man bauen kann. Es gibt ein komplettes neues Set, das ähnlich wie Holz und Stein ist, nämlich aus Lehm. Genau, was Andi hier gerade anhat, das ist das Wüstenkleidungsset. Das ist auch exklusiv zu Scorched Earth, glaube ich. Genau. Ja. Also das kann man auch nur in Scorched Earth craften. Und es gibt auch einige neue Kreaturen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Rundflug. Klingt gut. Schauen wir uns mal ein bisschen an. Wir haben uns also schon mal ein kleines Taxi hierher gecheatet, mit dem wir etwas schneller vorankommen. Ja, es gibt ziemlich viele Kreaturen, die es auch auf der Insel gibt. Aber eben auch neue. So, mal schauen, ob ich es schaffe aufzusteigen. So. So. Also wie man sieht, da ist zum Beispiel gleich ein Rex unterwegs hier. Dem kommen wir jetzt mal nicht zu nahe. Schöne weiße Farbe. Und auch ein Kylosaurus. Oh, ein Albino, ja, den sieht man nicht so häufig. Es gibt natürlich wieder die Arcs, den grünen, auf dem wir jetzt gerade zufliegen. Oder dort hinten, das müsste der rote, der blaue sein. Ja, das ist der blaue. Schwer zu sagen. Das da in diese Richtung, der rote. Ja, ja, jetzt sieht man es auch hier. Dieses ganze Steppengebiet ist von Bergen umgeben. Die kann man auch durchqueren. Und hinter den Bergen befindet sich dann wirklich eine Wüste. Wollen wir uns die mal anschauen? Ja, aber ich fliege mal in die Richtung. Dauert ein bisschen. Ja. Es gibt sehr wenig Öl auf der Karte, da es auch kein Meer gibt, man tauchen kann und wo man auch entsprechend Öl findet. Aber dafür gibt es Ersatz. Da müsste einer sein, dem ich bald mal zeigen kann. Und zwar, es gibt Ölquellen, wo man dann Ölfördertürme drauf bauen kann. Die sehen so ähnlich aus wie die Wasserquellen, ja, genau hier unter uns. Ah ja. Also ich fliege jetzt hier, das ist eine Ölquelle. Da kann man dann einen Ölförderturm drauf bauen. Und dann kriegt man da Öl. Die sind aber auch nicht sehr rar gesät. Also wenn ihr PvP auf einer Mehrspielerkarte spielt, dann wird es um die sehr angehen. Für Wasser und Öl gibt es auch noch Tiere. Ich habe vorher schon so kleine Käfer rumfliegen sehen. Die blauen Käfer, die haben Wasser und die rot-grünlichen, die haben Öl. Die kann man also wie melken. Ja, ich halte immer gerade Ausschau. Das ist wirklich so, Wasser muss man schon danach suchen auf der Karte. Ja, also bei den drei Arcs gibt es jeweils eine Lagune, ein Wasser. Da sieht man zum Beispiel eine der neuen Kreaturen, einen Morella-Tops. Der speichert zum Beispiel Wasser. Wenn man den als Reittier hat, dann kann man, ähnlich wie bei einem Kamel, kann man dann sein Wasser anzapfen und das trinken. Erinnert an so eine Mischung aus, wie nennt man diese Tiere, die sich aufrollen können? Halb so wichtig. Also wir werden jetzt gleich sehen, links sieht man glaube ich schon, wie die Wüste beginnt, ein bisschen. Und wir werden auch sehen, unter dem grünen Arc findet sich dann auch eine Wasserstelle. Ja, eine richtige Oase hier. Genau, aber wie gesagt, die sind schon alle sehr dünn gesät. Deswegen sind auch die kleinen Wasserstellen sehr wichtig. Und da hinten am Horizont, da habe ich auch gerade eines der neuen großen Kreaturen gesehen. Ein Wyvern, eine Art Drache. Ja, die sehen so aus, als würde man sich nicht mit ihnen anlegen wollen. Ja, sollte man besser nicht. Da sollte man schon höherstufiger sein. Die sind dann sehr wichtig für den Endgegner hier auf der Karte, weil das ist ein fliegender Endgegner. Das heißt, man sollte auch fliegende Kreaturen haben. Also das Besondere an Scorched Earth sind sicherlich die Wyvern, die Drachen, die man zähmen kann. Die gibt es in verschiedenen Farben. Dementsprechend, das ist ein roter Wyvern, ein Feuer-Wyvern, der dann auch Feuer spuckt.
Und es gibt auch Es gibt noch eine Gift. Eisvariante, Waldvariante, Giftvariante und. Genau, aber Eis und Wald gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Feuer und Blitz und Gift. Die gibt es auf Earth. Ah ja. Blitz habe ich vergessen. Wie weitläufig ist diese Wüste denn hier? Wie lange kann man da tatsächlich. Also, das sind die Außengebiete der Karte, so wie auf der Insel das Meer, das um die Insel herum ist. Mhm. So ist es hier die Wüste. Man stößt dann auf der. Man stößt dann auch an den Rand, wo man nicht mehr weiter kann. So, ich. So. Haben wir hier ein paar Geiern zu tun. Schauen wir, dass wir den kurz. Ja, wie man sieht, wir haben hier kurz Cheats an auf der Karte, damit uns eben sowas nicht aus der Planung wirft. So, so, sehr gut. Jetzt steig auf. Bin schon wieder da. So, mein Tapiara hat nur noch keine Ausdauer, deswegen müssen wir noch warten, bis er die wieder etwas regeneriert hat. Ah ja, hier sieht man übrigens die Wasser- und die Ölkäfer. Mhm. Die sind jetzt noch nicht prall gefüllt, denn dann wäre ihr Hintern richtig rundlich dick. Ach, das sieht man denen quasi auch an. Genau. Ja. Also die sind jetzt noch nicht reif zum Ernten, aber die werden dann mit der Zeit immer voller. Hm. So, dann fliegen wir mal ein Stück in die Wüste. In der Wüste gibt es auch Wüstenwürmer, die sind riesig. Wer den Science-Fiction-Film oder den Science-Fiction-Roman Dune kennt, mit seinen Würmern ungefähr so, sind die auch. Oh ja. Und in der Wüste gibt es vereinzelt einige Ruinen. Es gibt sogar mal eine riesige Ruine, die man sogar erforschen kann. Allgemein ist es ein bisschen kleiner als die Insel. Es gibt auch nur 3 Höhlen, wo es ja auf der Insel deutlich mehr gab. Und es gibt eigentlich auch hier nur einen Endgegner. Auf der Insel hat man ja 3 Endgegner und dann noch den Überboss, den man besiegen musste. Da gibt es hier auf Scorched Earth nur einen einzigen. Also würdest du auch sagen, dass man auf Scorched Earth im Großen und Ganzen weniger Spielzeit verbringt? Oder? Das nicht, weil das ganze Scorched Earth ist ein bisschen schwieriger zum Überleben. Deswegen würde ich ihm auch empfehlen, zuerst mit der Insel anzufangen und dann zu Scorched Earth zu wechseln. Denn da alles ein bisschen sich schwieriger gestaltet, kann das alles ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also ich würde sagen, viel Zeit ist vielleicht nicht ganz so viel wie auf der Insel, aber ja, also ja, vielleicht 90% davon. Das werdet ihr auch feststellen, also es macht durchaus Sinn, die einzelnen Karten und Erweiterungen in der richtigen Reihenfolge durchzuspielen. Natürlich könnte man jetzt später anfangen, hier auf Scorched Earth oder auf Aberration oder sogar auf Extinction, aber man macht sich damit das Leben als Anfänger nur selber schwer. Genau. Ja, ich denke, man hat so einen kleinen Eindruck von der Karte bekommen. Das war unser kleiner Überblick über Scorched Earth. Ja, wie hat es dir gefallen, Aaron? Also ich muss ganz offen sagen, auch wenn ich kein großer Freund von Wüsten bin, Scorched Earth ist eine willkommene Abwechslung zu den anderen Karten, die Ark bietet, dadurch, dass man einfach seine Schwerpunkte anders setzen muss. In Scorched Earth hat man wenig Wasser zur Verfügung, die Ressourcen sind relativ rar und allgemein ist die Umgebung wirklich sehr unwirtlich. Wer sich selbst eine Herausforderung sucht oder sich wirklich der Wüste widmen will, der ist in Scorched Earth richtig. Ja, und wer auch mehr legendäre Kreaturen oder fantastische Kreaturen will, wie die Drachen, die Wyvern oder Mantiskrieger, die sucht man ja auf der Insel vergebens. Da gibt es eigentlich nur Kreaturen, die es so auch früher mal gegeben hat. Also fantastischere Kreaturen habe ich auf Scorched Earth. Auch die Geschichte, die dahinter steckt, ist ein bisschen fantastischer. Zum Beispiel eine riesen Ruinenstadt mit einer Gladiatorenarena drinnen. Geheimnisvolle Artefakte und Geheimnisse, die man so zu erforschen hat. Also da ist Scorched Earth auch noch ein bisschen fantastischer. Also wer auf das Wüstensetting steht, auf etwas mehr Herausforderungen, einen gehobenen Schwierigkeitsgrad und diesen Fantasy-Touch, der ist bei Scorched Earth richtig aufgehoben. Und ihr seid bei BildnerTV richtig aufgehoben. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert uns und schaltet das nächste Mal ein, wenn wir uns nach Scorched Earth jetzt nun die zweite Erweiterung Aberration anschauen.
Und danach folgt natürlich noch im dritten Video Extinction. Abonniert uns. Bis zum nächsten Mal bei Bildner TV. Bis bald. Ciao.